Das war's. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten heißt Donald J. Trump. Die Amerikaner sorgten damit für eine faustdicke Überraschung. Eine Art Super-Brexit, die viele fragen lässt, wie konnte das passieren? Warum hat es niemand kommen sehen? Die Demoskopen nicht, die Wahlstrategen nicht und auch nicht die Analysten. Selbst in Team Trump hatten die Verantwortlichen keine Vorstellung, wie diese Wahlnacht enden würde. Die Antwort auf diese Fragen ist zunächst eine einfache, eine demoskopische. Demnach stimmten vor allem weiße Wähler ohne College-Abschluss in überwältigender Zahl für den Rechtspopulisten. Diese leben in den ländlichen Gebieten Amerikas und im Rostgürtel. Sie fühlen sich abgehängt von der Globalisierung und haben tiefe Ressentiments gegen Washington und die Wall Street. Donald J. Trump hat eine klare Mehrheit im Wahlmännerkollegium gewonnen und kann sich auch auf eine Mehrheit im US-Kongress stützen. Dort sicherten sich die Republikaner beide Kammern und haben nun die Möglichkeit, über 2 Jahre durchzuregieren. Ja, das Ende von Obamacare ist möglich. Umweltregulierungen können kassiert werden und eine Reihe anderer Dinge, über die bisher noch nicht gesprochen wurde. Es ist keine gute Nacht für Amerika, es ist keine gute Nacht für die Welt und Europa wird sich Gedanken machen müssen, wie sie mit diesem Mann, mit diesem Amerika umgehen will.